1 zu 0. So! Danke! Ja. Was ist denn hier los? Wie drehen Sie denn durch? Ja, 1 zu 0 gewonnen, obwohl die Engländer unsere Taktik abgehört haben. Ah, den Engländern fehlte einfach nur ein bisschen Glück und natürlich 11 gute Spieler. Ja. Ich glaube, Rooney hat sich so viele Haare einpflanzen lassen, der konnte gar nichts mehr sehen. Er hatte einfach hier komplett die Augen zu. So ist es halt, ne? Und Sie wissen ja, es gilt beim Fußball immer das alte Gesetz. Da haben wir es wieder gezeigt, wie es geht, oder? Mertesacker hat's reingemacht, das Ding. Ja? Spielt in London und zockt den Engländern dann auch noch so einen Kopfball in die Kiste. Sehr gut ist das. Und die deutsche Nationalmannschaft ist zum, ist nicht mit dem Mannschaftsbus angereist, sondern sie hat in London aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und weil der Busfahrer mit dem Linksverkehr nicht klarkam, hat die deutsche Nationalmannschaft die Metro benutzt. Schauen Sie mal. Welcome to London. Die Reisegruppe Löw lernte die britische Hauptstadt gestern Abend mal von unten kennen. Die Nationaltouristen nahmen die U-Bahn, um zum Training im Wembley-Stadion zu kommen. Laut DFB kein Werbegag, sondern ein Weg, die ewigen Staus zu umdribbeln. So betraten Reus und Co. pünktlich den heiligen Rasen von Wembley, voller Vorfreude auf den Evergreen gegen England. Ja, sind tatsächlich mit der Bahn dahin gefahren? Und als sie reingegangen sind, haben die Leute gesagt, guck mal hier, als Jogi Löw reinkam, mach mal Platz für die ältere Dame mit der Perücke hier vorne. Ja, und dann habe ich in der Sportschau etwas gesehen, da hat sich Jens Lehmann als Experte im Wembley-Stadion geäußert über den englischen Torwart. Das ist wie bei jedem Feldspieler, wenn du auf dem Level spielen willst, dann musst du irgendwo perfekt sein in deiner Position. Also man muss alles mitbringen, sonst ist die Konkurrenz da und überholt einen. Er hat, sagen wir mal, mit seinen Händen manchmal Probleme. Er ist sehr reaktionsstark, aber er hat keine sehr weichen Hände. Das heißt, er fängt die Bälle ungern. Er hat keine weichen Hände, aber dafür eine weiche Birne. Obwohl er Joe Hart heißt. Er heißt Joe Hart. Joe Hart. Und nicht Joe Weich. Deswegen hat er ja auch keine weichen Hände. Joe Hart könnte auch so ein Name von Pornodarsteller sein, oder? Joe Hart. In seinem neuesten Streifen. Entschuldigung. Joe Hart in seinem neuesten Streifen. Hart, aber fair. Ja. So. Das Problem beim Elfmeterschießen bei den englischen Torhütern sind ja selten die weichen Hände, sondern einfach die volle Hose. Ja. Und dann hier, diese Schlagzeile. Haben Sie das gelesen? Frankreich will die Prostitution abschaffen. So. Kann man da auch nicht mehr hinfahren. Oder? Ich übersetze es nochmal für alle Franzosen. Fini de la fic. Die Ukraine hat direkt den französischen Botschafter eingestellt, hat gesagt, Moment, so einfach nicht. Ja. So, und das geht natürlich vielen Franzosen gegen den Strich. Können Sie sich vorstellen, oder? Keine Prostitution mehr in Frankreich, was heißt das für die Franzosen demnächst? Also, ole, wir fahren im Puff nach Barcelona. Ole, ole. So.